Ja, wie kriegen wir jetzt die Haare der Schwestern? Ich weiß nicht, hier ist er. Der fährt eigentlich passend. Wir gucken, wenn er die Jungfrau Haar und Füße oder schwarz kriegt, dann kann er da mal schicken, wie verbote Leiter nicht kriegen. Die Frage ist ja auch, warum haben die hier zwei verschiedene Dinge? Es ist eine Dame und der die Schwestern. Die Haare sie geleiten. Und das ist ja das andere Rezept. Ich frage mich jetzt nämlich, hier ist ja auch abgestrichen, also müssen wir ja das benutzen, aber die Schwestern wollten uns ja helfen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Was sollen wir nur tun? Leute, sagt doch was. Hier können wir ja auch noch nichts benutzen. Sie quatscht ja alles nur an. Wir sollen ja eine Wahrheit auf Papier bringen. Ich weiß nicht. Nutzen hier irgendwie da was vielleicht draufschreiben? Oder ob wir irgendwie auf Papier wohnen sollen? Das klappt nicht. Na, wo kriegen wir Papier her? Hier vielleicht? Ich glaube zwar nicht, dass das geht, aber... Erzähl nicht. Sechs Haare von deinem Kopf. Am sechsten Haar von deinem Kopf. Fällt auch gar nicht auf, ne? Ach, das hat sie dazu geschrieben, weil wir das noch brauchen. Ja, oh, auch gut. Jetzt ist die Frage, wo sind denn die Schwestern? Guck mal eine an. Fran? Hier sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Lern schneller. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja. Hier ist bestimmt der Kopf von der Dings, ne? Psst. Ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen... muss diese Tasche verschwinden. Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Cool. Ist der Frosch jetzt auch weg? Ob er jetzt was Neues sagt? Ich hoffe. Hast du schon... Okay. Dann müssen wir den Dialog nochmal machen. Ja, haben die uns jetzt Haare von ihrem Kopf nicht gegeben? Nee, auch nicht. Wo sind die denn hin? Wir brauchen Haare von ihrem Kopf. Gibt uns Haare von eurem Kopf. Wir warten auf dich, Fran. Da, guck mal. Ich brauche Haare von eurem Kopf. Hört mal zu, es fehlt etwas. Ich konnte eure Haare nicht in der Tasche finden. Haare, sagst du? Man braucht kein Haar. Das wissen wir. Ja, dann schaut doch selbst. Hier, es steht im Rezept. Das stimmt. Wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Hier, jetzt bereite dich vor. Da haben wir den die Haare abgelobst. Abgelobst, abgelobst. Wir haben die Haare abgelobst. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Okay. So, was müssen wir jetzt tun? Was müssen wir jetzt tun? Wir haben jetzt alle Zutaten. Um eine unreine Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man. Man zeichnet ein Pentagramm mit der Asche. Innerhalb der schwarzen und weißen, Rechteck. Asche, um ein Pentagramm zu formen. Warum haben wir denn da? Warum ist das abgeschnitten? Wo haben wir denn Asche her? Man füllt einen Kessel mit Wasser. Hier ist ein Kessel. Kriege ich den Kessel? Oh, cool. Sehr schön. Man füllt einen Kessel mit Wasser. Das machen wir doch sofort.
Da. Kessel benutzen mit Wasserhahn. Piep, 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 piep. Das geht bestimmt. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt vielleicht Wasser raus. Dann dreh ihn doch auf, Trottel. Achso. Achso, das geht halt so nicht, okay. Wasser, Wasser im Topf. Fertig zum Kochen. Jo, cool. Trotz allem brauchen wir jetzt noch, den, ich weiß nicht, können wir jetzt den Kamin anzünden? Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Ja, mach doch mal den Kamin an. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Ich werde den dann erstmal darauf stellen, dass sie das mit Feuerholz anmachen will. Oh, ich habe vergessen, das Feuer anzumachen. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Ach so, ist das noch so einer von den alten von damals? Ja, Freund, da musst du jetzt durch. Ziemlich windig hier. Das Streichholz geht immer aus. Dann mach das Fenster zu. Ehrlich, ne? Das ist auch geil. Da! Okay, geht, cool. Das ist tatsächlich noch so ein Feuerding anzünden. Ich dachte, da muss irgendwie Holz rein, warum auch immer. Dabei ist das hier nur ein Backofen. Hätte er hier sein können. Benutze Topf voll Wasser mit Ofen. Das jetzt tatsächlich. Warte mal. Ist hier vielleicht Asche drin? Eine Blumenvase mit Asche drin, tatsächlich. Dann denke ich mal, muss die hier hin. Genau, jetzt machen wir ein Pentagramm. Wow, das hat super geklappt. Sehr gut gemacht, Ben. So, dann benutzen wir die Kerzen. Eine Kerze stelle ich hier hin, die anderen da drüben. Dann zünden wir die Kerzen an. Anzünden? Okay, will sie nicht. Gut, brauchen wir vielleicht nicht. Oder sind die schon an? Nee, eigentlich nicht. Kommt vielleicht noch. Dann hauen wir mal da die ganzen Zutaten jetzt rein. Benutzen. Ein süßes rotes Blut. Mal sehen, was muss ich noch tun? Einige Zutaten fehlen. Habe ich jetzt da reingemacht? Nein. Muss ich das erst kombinieren? Kombinieren mit da? Ah, das hat fehlt. Benutze ich mein Blut mit. Da, rein da. Und hier, mein Blut, das schmeckt gut. Tralalalala. Benutzen. Benutze das Haar, jetzt kommt Wasser. Jetzt das Haar, gut. So, dann das Salz und Pfeffer musst du noch rein. Salz und Pfeffer. Wasser. Und die Rose. Ich glaube, das war's, ne? Mach's gut, Blaurose, ab in den Topf. Warte mal. So, man zeichnet ein Pentagramm mit Ascheinhalt des schwarzen und weißen Rechtecks. Ja, haben wir gemacht. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke des Pentagramms. Man füllt einen Kessel mit Wasser. Und füge die anderen Elemente hinzu. So, das wäre dann Blut haben wir reingemacht. Die Rose ist drin, Salz und Pfeffer ist drin und das Haar ist auch drin. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Pentagramm durch die Kerzen anzünden. Los, zünd die Kerzen an. Ja, hat sie. Schön. Schön das Feuer brennt so. Okay. Ja. Ich sollte den Mädchen sagen, dass der Trank fertig ist. Sehr schön. Alles fertig. Gehen wir in die Küche. Gut, fangen wir an. Naja, dann hopp, 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 hopp. Nee, ich laufe viel zu langsam. Bitte setzt euch und schließt die Augen.
Schnupzutrank mit Zwillingen. Und jetzt sage ich die Worte. Bonte, Il, Erkan, oh hier, Beckma, oh Ibure, Nam Ibure, Il, Bonte, Il, Erkan. Das war gerade echt nicht leicht. Begma, Offme, Mondime, Goffmi, Ibu, irgendwas, Ibu Insel oder so. Warte mal, das ist nicht der richtige Spruch. Du hast uns reingelegt. Waren sie wirklich die Geister? Warum auch immer gefangen in... Ja, ich verstehe das irgendwie nicht ganz, aber hey. Dann nehmen wir den Schlüssel mal mit. Ben, nimm den Schlüssel. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das ist nicht richtig. Naja, zumindest sind die Geister befreit. Der Schlüssel, jetzt kann ich mein Kätzchen befreien. Und die Geister irren hier nicht mehr ruhelos rum. Gehen wir hier draußen noch mal gucken. Die ist immer noch da. Habe ich dir jetzt nicht geholfen? Meine Schwester will mich fangen. Ich habe Angst. Ja. Was hat das bis jetzt? Hast du schon eine Lüge gefunden? Ja, hab ich. Nein, ich gehe jetzt nicht. Die Frage ist, was wäre denn jetzt der richtige Spruch gewesen? Was meine Wasser hier aus? Den Lärm kann sie ja keiner anhören. Wir holen uns jetzt mit seinem Midnight. Es reicht. Mr. Midnight, ich rette dich! Warte mal. Ob die Babys da jetzt noch im Käfig sind? Was ist los, Fran? Öffne den Käfig. Ich kann nicht. Der Schlüssel passt nicht. Hast du noch ein Schlüsselloch gesehen? Ja, ich sah eins. Ich habe eins gesehen. Mal gucken, ob er passt. Ich warte hier. Beeil dich. Jetzt sind die Babys hier auch weg. Jetzt ist hier nur eine Puppe drin. Oh, eine Schlafpuppe. Würdest du mir etwas vorsehen? Du willst nicht? Die Babys sind jetzt auch weg. Also, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dann haben wir wirklich das Richtige getan. Eine andere Option hätten wir eh nicht gehabt. Davon mal ab, ne? So, aber der Spiegel hat einen Schlüsselloch. Benutzen. Der Schlüssel war für das Schlüsselloch? Und was ist das? Ein Puzzle? Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Achso, hier. Wer hätte das gedacht? Das fehlt natürlich jetzt. Oh nein, das fehlt doch nicht. Ich kann hier irgendwas machen. Was muss ich denn machen? Ach, ich muss die Zahnrädchen rüberschieben. Ah ja. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Hoffe ich. Wer kann das ja eigentlich nicht sein? Eigentlich. Offensichtlich ja doch. Warum geht das nicht? Das kann ich nicht bewegen. Das auch nicht? Das muss ein Teil der Maschine sein. Ich kann es nicht bewegen. Okay. Offensichtlich brauche ich ja da ein anderes Zahnrad. Es gibt ja nur hier das kleine oben in der Ecke. Ich versuche mir erstmal irgendwie alle ranzuholen. Ach ja, so eine Rätsel liebe ich ja auch, ne? Nee, in Klammern nicht.
Nee, das geht auch nicht. Warum bewegt sich das nicht? Beweg dich! Dann bleibt ja nur noch das hier. Komm runter, du Sau! Ich mache mir das, glaube ich, unnötig kompliziert gerade, aber naja. Ihr müsst Nachsicht mit mir haben. Nee, müsst ihr eigentlich nicht, aber... Vielleicht setze ich ja auch falsch an. Vielleicht muss das ja hier irgendwie ran. Nein, auch nicht. Vielleicht das. Erstmal jetzt wird hier ganz blind erstmal alles ausprobieren. Nein, auch nicht. Naja, dann komm du hier runter, dann musst du das ja nur, dann bleibst ja nur noch du. Das geht auch nicht. Wo muss ich das denn ransetzen? Das verstehe ich gerade nicht. Hm. Ah, ich verstehe schon mal wieder etwas nicht. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Oh Mann, ey. Mechanisches Ding, es dreht sich. Ja, ich verstehe jetzt nur nicht, warum. Irgendwas übersehe ich doch schon wieder. Es passiert hier nicht. Es passiert hier nicht. Ah, gut, alles klar. Dann haben wir das schon mal rausgekriegt. Ich bin ja schon mal begeistert. Oh, das ging schneller, als ich gedacht habe. Gut, dann passt das da. Dann wissen wir das auch schon mal. Jetzt nur zu sehen, wie wir hier rüberziehen. Nein, zurück. Dann sind wir das mal so, nicht nur so. Ja, nein. Vielleicht. So, da oben das Kamera kann ich auch noch gesehen, ich hoffe. Na, dann komme ich doch dahin, wo ich hin will, hoffe ich. Ich muss. Weil ich merke gerade, ich kriege das hier gerade nicht genauso hin, wie ich will. Toll. Ja, das bringt mich ja so auch nicht weiter. Oh nein, ich habe mich irgendwie verspannt. Wie kriege ich das jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage. Ja. Auch ey. Und wir haben das Zwischenlagern irgendwie. Zwischenlagern ist auch gut. Oh Mann. Ja, also entschuldige, wenn ich jetzt hier nicht kurz mal ein bisschen stiller bin. Ich sehe ja, was ich hier für Kacke gerade fabriziere. Aber ich glaube, das könnte jetzt klappen. Wir wollen ja nicht sagen, vorhin Abend so, ne? Nein, jetzt hängt das hier. Oh. So, jetzt haben wir. Sehr schön, ich hab's geschafft.
Ui. Alter. Was ist das? Zwei Skelette. Die sind irgendwie klein, wie ich. Ich kann mir vorstellen, wer die zwei sind. Dann bin ich kein Mörder. Was ist das? Achso, ja. Ah, klärt sich das jetzt auf, ja? Mutter muss sterben. Das Schwesternversprechen. Wir, Clara und mir, Huamed, versprechen hiermit für das unfaire Schicksal, das Edward uns angedient ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unsere Körper wiedererlangen werden. Wir werden es nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unser Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Schauen wir mal, wer ist Edward? Hä? Diese Mädchen sind sehr seltsam. Oh, die Schwestern haben eine große Narbe in der Mitte. Das ist gruselig. Vielleicht sind sie am Ende doch zwei Personen. Das Bett und der Boden kommen mir so bekannt vor. Mutter muss sterben. Das ist eine blaue Schleife. Ich mag sie sehr. Da haben wir den Schlüssel. Oh Mann, das muss der Schlüssel für den Käfig sein. Endlich! Duotine? Meine Pillen heißen auch Duotine. Oh, eine zweiköpfige Puppe. Muss eine wirklich alte sein. Eine rosa Schleife. Schöner Haarschmuck. Glänzendes Etwas. Sieht aus wie eine Kette.